Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Recovery von Eminem. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Recovery von Eminem aus dem Jahr 2010. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Gut, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine einsame Straße. Rechts oben lesen wir Recovery, wobei das O irgendwie so ein Erste Hilfe, so eine Rotkreuz-Hilfsorganisation erinnert. Und dann auf der linken Seite sehen wir hier den Interpreten, zumindest den Rücken, also die Rückenansicht von ihm, Eminem, wie er hier einsam und verlassen auf dieser Straße entlang geht. Rechts unten haben wir dann noch einen Verbraucherhinweis. Auf der Rückseite lesen wir auch wieder Eminem, man kann das lesen, Recovery. Und so sieht dann die Rückansicht aus, auch hier wieder Recovery oben rechts. Dann haben wir hier Eminem in so einem kleinen Glaskasten sitzen mit Büchern auf der Couch. Und parallel wird der Fernseher hier mittels der Fernbedienung bedient. Credits und Barcode. Und hier im Hintergrund Wolkenkratzer einer Großstadt. Also es wirkt so, als bräuchte er irgendwie Abstand oder ein bisschen, ja, eine Auszeit, ein bisschen Zeit für sich. So sieht das Ganze dann von innen aus. Wir haben hier auf der einen Seite mal eine Nahaufnahme von Eminem, wo er wieder in dieser Glasbox, in diesem Kasten sitzen dürfte. Und dann haben wir hier oben die A-Seite, inklusive der jeweiligen Tracks, welche sich auf der A-Seite befinden. Und dasselbe dann auch für B, C und D-Seite. Also wirklich alle Tracks hier einzeln aufgelistet, inklusive der Informationen, wenn man es lesen kann, jawohl. Wer daran beteiligt war, wer das Ganze produziert hat, wer gefeatured wurde, etc. Also hier wirklich jeder einzelne Track aufgeschlüsselt in diesem Booklet mehr oder weniger. Und das Ganze hier auf dieser Vinyl-Innenseite. Gut, dann kommen wir mal zur ersten Vinyl in seiner weißen Papierhülle. Und dann haben wir hier einmal die A-Seite. Auch hier wieder dieses Kreuz vom Recovery-Schriftzug. Seite A lesen wir hier Eminem Recovery. Auch hier Seite B Recovery. Auch wenn es klassisch in diesem Schwarz gehalten ist, in diesem Vinylschwarz, aber alleine schon, dass das in der Mitte dieses O, dieses Kreuz von Recoveries, das gefällt mir vom Design richtig gut, diese Farbkombi Schwarz, Rot und Weiß. Zieht sich dann auch durch auf der zweiten Vinyl, logischerweise. Und zwar haben wir hier die C-Seite und natürlich die D-Seite. Alles in Schwarz, Rot und Weiß gehalten. So, jetzt schauen wir noch mal kurz, ob sich da noch etwas weiteres befindet. Nein, das hier scheint leer und diese Seite ebenfalls. Okay, gut. Wir fassen zum Abschluss nochmal kurz zusammen, was wir hier alles bekommen. Wir haben hier eine Doppelvinyl, also zwei Vinyls jeweils in diesen Papierhüllen A, B, C und D-Seite und die kommen in diesem aufklappbaren Gatefold, in dieser Doppelvinyl. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition von Eminem Recovery. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Eminem unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.